Werter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die Bundesregierung und die Linke haben Entwürfe vorgelegt, Anträge vorgelegt. Sie werden die Arbeitgeber deutlich mehr belasten. Sie werden den Arbeitnehmern praktisch überhaupt keinen Vorteil verschaffen. Die Situation in Deutschland verschlechtern. Die Regierung Merkel schafft das. Herr Minister Heil, Sie haben in Ihrer Eingangsrede davon gesprochen, dass Sie die Möglichkeit schaffen wollen, dass Menschen, die in Teilzeit arbeiten, wieder in Vollzeit arbeiten. Und falls Sie vor lauter Kampf gegen rechts und Kampf gegen die Arbeitgeber Ihre Prinzipien vergessen haben, möchte ich Sie an ein Zauberwort erinnern. Und das Zauberwort in Deutschland heißt Vertragsfreiheit. Ja? Das funktioniert so. Also es gibt einen Arbeitgeber und es gibt einen Arbeitnehmer und die machen den Vertrag, der ihren Interessen entspricht, denn sonst gäbe es die beiden Unterschriften drunter nicht. Und wenn sich die Interessen abändern, dann können Arbeitgeber und Arbeitnehmer einen Änderungsvertrag machen, der diese Interessen reflektiert. Und dann kann man problemlos von Teilzeit in Vollzeit wechseln, schon heute. Und wenn das aber nicht funktioniert, dann ist das ein Hinweis darauf, dass ein Interesse verletzt wird. Und dann müssen wir aber als Politiker uns hinstellen und wirklich alle Interessen gleichermaßen würdigen und ordentlich über die Dinge nachdenken. Sie aber kommen mit dem Holzhammer. Ja? Sie haben da im Wesentlichen einen Gesetzesentwurf, der bedeutet, der Arbeitnehmer, der kann einfach mal sagen, ich möchte jetzt, Sie können gerne zuhören, ich möchte jetzt von Teilzeit auf Vollzeit gehen. Ja? Und der Arbeitgeber, der hat im Wesentlichen sämtliche Nachweispflichten. Der muss beweisen, es gibt keinen entsprechenden freien Arbeitsplatz, die Qualifikation ist zu niedrig und so weiter und so fort. Das bedeutet, der Arbeitgeber hat sehr, sehr viele Pflichten und der Arbeitnehmer, naja, der hat einfach Bock. Ausgewogen ist das nicht, meine Damen und Herren. Und das Schlimmste ist, Sie wagen nicht einmal eine wirkliche Reform. Es gibt bereits Ansprüche auf befristete Teilzeit, zum Beispiel im Pflegezeitgesetz, im Familienpflegezeitgesetz, im Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, im Bundesbeamtengesetz, sogar in Schwerbehindertenregelungen des SGB 9 gibt es entsprechende Regelungen, die Teilzeit vorschreiben oder ermöglichen. Und Herr Sie Kollege, stellen dieses neue Monsterkonstrukt neben die bestehenden Gesetzeslagen und schaffen damit noch mehr Bürokratie, statt welche abzubauen. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Selbstverständlich. Darf ich darauf hinweisen, dass es keinen Sinn macht, so viel zwischenzurufen? Ich habe keinen einzigen Zwischenruf verstanden. Das geht den Protokollanten wahrscheinlich genauso. Damit verpufft die Wirkung. Herr Kollege, Sie haben das Recht zur Zwischenfrage. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Kollege Kleinwächter, ich habe jetzt Ihren Kollegen Pohl vorhin so verstanden, dass er uns hier kritisiert hat dafür, dass wir das Recht viel zu klein gefasst haben und es eigentlich ausgeweitet werden müsste auf alle Frauen in diesem Land. Sie stellen sich jetzt hier hin und sagen, es ist viel zu weitgehend. Was um alles in der Welt wollen Sie jetzt als AfD? Ausweiten oder abschaffen? Sehr geehrter Kollege Whittaker, ich danke Ihnen für Ihre Disziplin, dass Sie anders als die Kollegen bei den Linken zum Beispiel tatsächlich Ihr Recht genutzt haben, hier eine Zwischenfrage zu stellen und nicht reinzurufen. Das ist schon mal sehr löblich. Ich möchte Ihnen das gerne erklären. Mein Kollege Pohl hat sehr viel davon gesprochen, dass wir nicht genug aktuell tun für die Frauen und die Mütter in diesem Land. Und es ist keine Gruppe, die nicht definiert wäre, sondern es ist eine sehr klar definierte Gruppe. Und wenn Sie mir gerade zugehört haben, dann habe ich gesagt, dass wir im Wesentlichen in dem Gesetzesentwurf der Bundesregierung eine Situation vorfinden, die letztendlich dem Arbeitnehmer ohne jeglichen Grund diese vielen Rechte erlaubt, einen Rechtsanspruch erlaubt, auch wenn eben tatsächlich die Vertragsfreiheit das sowieso schon erlauben würde, aber sozusagen keine sachlichen Gründe vorliegen müssen. Und ich war gerade dabei auszuführen, dass wir eigentlich eine echte Reform brauchen, die diese ganzen unterschiedlichen Gründe, die eine Teilzeit rechtfertigen, mal zusammenfassen müsste, gerne auch im Teilzeit- und Befristungsgesetz, und die insofern damit ermöglichen würde, ganz klarzustellen in Deutschland, das wollen wir, das ist die Situation, so sind die Regeln bei uns und so kann man es machen. Und das wäre unser Wunsch und diese Gelegenheit haben Sie deutlich verpasst, sehr geehrter Herr Whittaker. Und ich finde in dem Zusammenhang besonders lustig, was die Linken beantragt haben. Also sie wollen ja sozusagen ein völlig bedingungsloses Rückkehrrecht. Ja? Und ich habe dann spontan, als ich ihren Antrag gelesen habe, an die Firma meines Onkels gedacht. Mein Onkel hat einen Heizungssanitärbetrieb, der hat zwei Vollzeitmonteure, einen Teilzeitmonteur, der mal von der Vollzeit gekommen ist, und eine Teilzeitsekretärin. Wenn der Teilzeitmonteur jetzt einen Rechtsanspruch hätte, auf Vollzeit zurückzukehren, dann wäre der pleite.
der wäre pleite, der könnte das nicht bezahlen. Ja? Denn Sie müssen erstmal Aufträge generieren, Sie müssen erstmal Geld erwirtschaften. Arbeitsplätze wachsen nicht auf Bäumen. Aber offensichtlich lernt man das nicht in der sozialistischen Schule, die Linke und die SPD besucht haben. Gerne nehme ich Ihre Zwischenfrage. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Hendricks? Ja, sehr gerne. Sie sprechen von einem Sanitärbetrieb, der klein ist, der ja sowieso nicht unter die Regelung fällt. Aber Sie behaupten, der wäre pleite, wenn er eine Halbtagsstelle auf eine Ganztagsstelle aufstecken müsste. Ist Ihnen klar, dass wir im Bauhaupt- und Nebengewerbe in der Bundesrepublik Deutschland einen unglaublichen Auftragsstau haben, der gar nicht erledigt werden kann, und wir froh wären um jeden Sanitärinstallateur, der zusätzlich arbeitet? Sehr geehrte Frau Kollegin, auch Ihnen danke für Ihre Disziplin. Ich habe mich gerade auf den linken Antrag bezogen. Und der linken Antrag, wie Sie wissen, unterscheidet sich ja von dem Ihren, indem die Linken ein bedingungsloses Rückkehrrecht fordern. Also auch entsprechend dieser Unternehmensgröße, die Sie ja, muss man vielleicht noch sagen, glücklicherweise eingebaut haben, um die absolute Katastrophe zu verhindern, dass das in diesem linken Antrag nicht vorhanden ist. Ja? Inwiefern ist die Auftragslage im Bau oder sonstigen Gewerbe entsprechend sich unterscheidet und inwiefern hier jetzt jemand froh sein müsste, dass jemand dafür arbeitet, das ist keine arbeitsrechtliche Diskussion, meine Frau, werte Kollegin. Und deswegen bitte ich dann wirklich zur Sache zurückzukehren, und das tue ich nun. Mehr. Und ich möchte bei dieser Gelegenheit überleiten zum Thema Arbeit auf Abruf. Und da hat mal die Linke was einigermaßen Richtiges angesprochen. Es ist in der Tat eine Unverschämtheit, was wir in Deutschland zulassen. Da gibt es also Arbeitnehmer, die arbeiten da auf Abruf, die können jederzeit abgerufen werden, aber das gibt ihnen letztendlich nicht die Möglichkeit, eine weitere Stelle daneben inne zu haben. Und insofern ist es richtig zu fordern, dass wir bei der Arbeit auf Abruf deutlich etwas ändern, dass wir die einschränken. Ganz abschaffen werden wir sie nicht können. Es gibt gewisse Branchen, mein Kollege Pohl hatte das ausgeführt, die im Wesentlichen darauf angewiesen sind. Aber wir sollten das wirklich auf Branchentarifverträge reduzieren. Wir sollten im Wesentlichen hier dazu beitragen, dass Arbeit auf Abruf nicht mehr allgemein möglich ist. Und deswegen appelliere ich an alle Beteiligten hier in diesem Haus, machen Sie einen wirklichen Reformentwurf, der wirklich dieses ganze Thema Teilzeit, Befristung, Prekarität adressiert und nicht ein Bürokratiemonster gegen bestehende Regelungen noch einmal setzt und damit die Verwirrung noch einmal verstärkt, die Arbeitgeber belastet und letztendlich nichts anderes tut, als ihre eigene hier bewiesene Diskursunfähigkeit auf das Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu übertragen. Ich danke Ihnen.